actúa como un toro. Pero no lo es, ¿verdad? No, claro que no. ¡Esa rata está aquí! ¡Eh! Oh. Den soll ich umbringen, ja. Blanco, claro. Kann ich von hier die Pistole ziehen? Nee. Also ducken kann man auch nicht, dass man irgendwie... Jetzt komm schon. El pichón está a ti, tengo justo en la mira. Ich möchte eigentlich mal eine Statistik haben, wie viele Wachen man schon umgebracht hat. Gibt's das doch nicht? Na, überleg mal, das ist eine Stadt, mittelalterlich, eine Renaissance-Stadt, die hat vielleicht, ich schätze jetzt mal so, ja, sagen wir mal großzügig, statt 5000 vielleicht mal 8000 Einwohner, ja? Und ich habe jetzt bestimmt eine ganze Festung schon umgebracht, weil mir der Stealth-Weg, na, eigentlich war ich zu doof, war den Stealth-Weg zu machen, also habe ich einfach alle umgebracht, das ist leichter. Manchmal, also zumindest für mich. Und ich meine, jetzt habe ich mich so ein bisschen an die Tatsache gewöhnt, dass man einen Stealth-Kill machen, indem man unentdeckt die Pistole zieht und dann einfach abschießt und dann trotzdem entdeckt wird. Also für mich ein Stealth-Kill ja eigentlich, dass er tot ist, ohne dass man dabei irgendwie komplett erwischt wird. Und? Ja, in dem Spiel anscheinend nicht. Du musst halt nur den tötenden Schuss machen, ohne entdeckt zu werden. Das heißt, du stellst dich irgendwo aufs Dach an in eine Kante, schießt mit der Pistole runter und fertig. Wobei, du hättest hier schon die Möglichkeiten, richtig geile Sachen machen, so mit irgendwelchen Frauen anheuern und dann halt die Frauen die Wachen betirzen lassen, dann kannst du gemütlich reingehen. Aber das kostet alles Geld und ich möchte eigentlich mir mal ein paar Pistolen kaufen, dass ich mehr als nur einmal schießen kann. De todas formas, seguro que les gusta escucharlo. ¿Algún problema? Creo que puedo darle. ¡Es mío! ¡No escapará! ¡Ah, tiro! ¡Tengo línea de tiro!
So, das ist das erste Mal, dass ich entkomme, ohne dass ich eine Wache mich irgendwie runterschubst. Außer, das ist so geil. Du kannst. Okay. Hier einer sieht mich noch. Also, das, was ich geil gemacht finde in diesem Spiel, okay, jetzt gucke ich natürlich, natürlich auf die Dekolletés. Also die Models, die sehen teilweise, also die Wachen sehen alle gleich aus, ja. Und so die NPCs-Gruppierungen, die du in der Ecke hast, sehen auch alle, naja, könnten wahrscheinlich, ja, haben wir ganz viel NCS betrieben, weil die sehen alle gleich aus. Also gewisse Sachen. Oh, jetzt kann ich wieder den Piraten helfen. Nur mein kalter, toter Kadaver wird sich hier je beugen. Von denen ist es immer derselbe Pirat, der aus der Patsche hält. Sind so Spotpunkte. Da ist ab und zu mal so ein Pirat ankämpft gegen irgendwelche Wachen, ne? Okay. Und dann kannst du dich natürlich in diesen Kampf einmischen. Und naja, zuerst habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein Event. Was irgendwas Besonderes, ne? Scheiße ist. Das ist halt nichtssagend. Ja. Warte ich jetzt, bis die Wachen weg sind, oder gehe ich einfach das Gebäude hoch? Yay, Double Kill. Das geht also auch. Also ich wollte ein Gebäude hochklettern und natürlich auf Gebäuden darfst du nicht rumlaufen, weil dann werden die Wachen böse, weil dann bist du ja verdächtig. So, anstatt natürlich jetzt den humanen Weg zu nehmen und zu warten, bis die Wachen weg sind. Ja, ich bin nicht geduldig. Ich meine, also die Landschaft war super geil gemacht, ne? Okay. Bis auf einen Berg. Der kotzt mich an. Das sieht aus, als wäre das aus Minecraft implementiert worden, weil der ist komplett eckig. Das ist noch ein Assassinenauftrag. Ich habe das Gefühl, mit den Schwertern ist doch etwas klüger zu kämpfen als mit den Assassinenklingen. Aber die Moves, die man hier so macht, ist schon cool. Also. Und vor allem gibt es hier das gute Unreal Tournament Kidding Spree. Ne? Ernsthaft? Ja, na, das Geräusch kommt nicht, aber. Kriegst ja auch so ein Killsteak. Bin nur enttäuscht. Also wenn du so Edelsmänner ausraubst, dann kriegst du mal so 200 Gold, ne? Und die Wachen haben immer nur so 10 dabei. Okay.
und der nächste Assassinauftrag. Kannst gerne mal Leute suchen, ne? Also ist es nicht. Wenn du Bock hast, Forum da ich. Bitte? Sag, wenn er wirklich noch einen Supporter, einen Jungler sucht, ist super. Ja. ¿Dónde están tus amigos? Entrégame al asesino. Na toll. Es ist gerade eine Passantin mit in so einen Kampf verwickelt worden, von dem Wachen allerdings, nicht von mir. Die hat also mit der Wache platt gehauen, so. Scheiße, ey. Ja, zwischen den ganzen Moves, was natürlich toll ist, ist natürlich die Kameraführung. Im Spiel total für den Arsch. Ich muss mich irgendwie bewegen, also an der Stelle die Kamera sehe gar nichts. Mal wegbewegen. Was ist mit der los gewesen? Yay! Ich habe irgendjemanden umgebracht, den ich umbringen sollte. Weiß nichts wie weg. Es laufen die Wachen wieder ewig hinterher. Wir haben wirklich hier eine kleine Truhe irgendwo.
Frauen die Zigarre raucht. Das sieht man ja auch nicht so oft. Was? Ich stelle nur fest, dass das gerade saudämlich von mir war. Jetzt ruckelt das, wo ich ziehen möchte. Ich glaube, ich habe schon wieder eine 100 GB Datei fertig. Ich muss mal kurz.